So, willkommen Leute zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Und wir machen heute dann Level Up natürlich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Breitenmaulen Nashorn, ob wir das jetzt komplett kriegen oder nur als Puzzleteil. Das werden wir gleich mal rausfinden. Also wir machen erstmal Level Up hier. Ich habe hier nicht mehr viel hier. Herzlichen Glückwunsch, Safo. Du bist ein Level aufgestiegen. Dein Geschenk: 19.250 Münzen, ein Diamant und dieses Breitmaul-Nashorn. Jetzt freigeschaltet: Deling Bling, Dalien Pink und so Seerosenwasser. Okay. So, was nehmen wir denn hier? Das ist, glaube ich, 4 Diamanten, denke ich. So, dann tun wir hier noch ein bisschen Müll mitnehmen. Und das Gehege habe ich ja schon vorbereitet. Mal gucken. Ja, wir haben echt einen gekriegt. Also brauchen wir erst einmal den ersten nicht für Diamanten ausgeben. Ich habe ja hier irgendwo schon ein Gehege vorbereitet. Dauert 2 Stunden. So, irgendwo hier war das. Dann auch hier noch kurz mal einsammeln. Irgendwo da ist er. Aber der hat natürlich kein. Vielleicht setzen wir das irgendwo anders hin. Da ist aber auch kein Platz. Muss ich wohl erst einmal verkleinern das Gehege. So, erst einmal hier, oder besser gesagt, vergrößern. 2, 1, 2. Und dann tun wir das hier verkleinern. Verkleinern. So, das haben wir schon mal vorbereitet. Und jetzt machen wir bei den Bibern hier. Ne, falsch. Okay. So, bei den Bibern machen wir auch dasselbe hier. 1, 2, 3, 4. Und dann stellen wir die Sachen hier noch um. Ein bisschen hier noch gerade schieben alles. So, dann das Teil kommt hier hin. Und das Wasser, die Wasserpfütze kommt hier hin. Ey, falsch, da rein. So, Biber, gehen wir bitte hier hin. Und jetzt machen wir das Verkleinern hier. 1, 2, 3. Zack, schließen. So, jetzt stört mich natürlich das hier. Ja, das wird auch keinen Platz. 1 von 3. Da hat auch kein Platz mehr für die sein. Das lassen wir. Warte mal. Lass mal die Mülleimer hier erstmal zur Seite. Falsch. Mülleimer, welche Mülleimer? Genau. Da. Jetzt kommt das Gehege hier hin. Dann macht man die hier stellen. Oder vielleicht hier hin. Und hier hin. Jetzt machen wir einen kleinen Platz frei für die Mülleimer hier. Und da kommt hier, glaube ich, das Gehege noch rein. Das werden wir gleich probieren. So, einmal rein hier und das stellen wir auch hier so ein bisschen ran. So. Und dann nehmen wir mal das Gehege hier. Ich habe es zwar schon verkleidet, aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr rein. Das ist natürlich toll. Na gut. Dann muss ich das hier da
Zurzeit machen. Und dann stelle ich das Teil erstmal hier hin. Hier noch ein bisschen Platz. Dann stellen wir das Gehege einfach hier her. Oder hier hin. Ist eigentlich egal. Passt hier eh nichts mehr rein da. So, jetzt kommt das. Wir haben es geschafft, Sanftmond. Unsere Falle hat zugeschnappt, als der Erpresser versucht hat, ins Nashorngehege zu schleichen, konnte die Polizei ihn endlich schnappen. Er sitzt nun im Knast. Okay, und unser Nashorn ist unversehrt. Sie haben alle Zoos einen großen Dienst erwiesen. Der Erpresser wollte das Nashorn. Die Falle hat funktioniert, nun sitzt er im Knast. Belohnung: Hibiskus Lila, 7500 Münzen und 5500 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich toll. So, jetzt schauen wir mal, was braucht er jetzt? Gehege, Information, 20 Gears, also so ein Teil haben wir hier irgendwo gehabt. Aber das muss ich ja nicht kaufen, das kann ich einfach so machen. Oder ist es dann gekauft? Ich mache das lieber hier. Also irgendwo hatte ich, oder war das das da hier? Ich glaube, ich habe so einen Teil gehabt. Mal schauen, mal schauen. So, alles Tiere, 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 Tiere. Wenn nicht, dann schaue ich noch bei den Puzzleteilen nach, es da was gibt. Nee, sieht nicht so aus. So, Puzzleteile, Puzzleteile. Schauen wir mal, ob ich so ein Teil habe. Da. Hier, 3 von 6. Vollenden. 300, okay, dann nehmen wir das mal. Dann brauche ich noch so ein vollenden 60, okay. So, dann kriegst du erstmal hier so einen Futternapf. Gras und dann kriegt er hier noch so eine Wasserstelle. Was braucht er noch hier? Ach so, ein Spielbaum. Spielbaum, Spielbaum. Habe ich sogar. Das kostet mich nichts. Hier. Kriegst ein Spielbaum. Und dann kriegst du natürlich noch so ein 80 Diamant. Oh, lalalala. Kann ich mir hier sowas kaufen hier? 3 von 6 vollenden. Naja, das lohnt sich ja sowieso erst einmal nicht. So, dann stellen wir dir so ein Spielbaum erstmal hier so rein. Mal gucken, ob du das spielen wirst. Oder drehen hin. So ein Lilienteil. Ja. Bereitet sich auf irgendwas vor. Aber er hat irgendwie noch keine Lust. Na gut, dann stellen wir noch hier die
Gelenteil dahin. So. Hier kommt der Gärtner nicht hin, deswegen muss ich hier alles selber sauber machen. Schnell. Im Grunde ist ja hier alles sauber. Ist noch ein bisschen. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. So, noch ein bisschen sauber machen hier. Na komm. Meistergrad erreicht, steigert. Meistergrad gesteigert. Ich habe auf jeden Fall das Zeug noch nicht weiter verlängert. Auf jeden Fall zu viele Diamanten, die man dafür braucht. So, das haben wir soweit sauber. Was macht die Lucy alles hier sauber? Sonst hat sie hier nichts zu tun. Und dann machen wir hier noch mal eine Kiste hier auf. So, wir schauen. Ein blaues Teil. Naja, haben wir gekriegt. So, die Biber müssen wir jetzt natürlich jetzt. Jetzt müssen wir die Biber. Na gut, dann mache ich hier mal einen Weg rein. Hier hin. Da geht's nicht. Da geht's. So. Dann kann ich hier noch ein Gehege rein basteln. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Platz. Hier kann ich natürlich. Also die Gehege passen hier, glaube ich, so nicht hin. Wenn ich die so mache, dann passen die so nicht hin. Gut. Aber ich glaube, hier würden diese. Wo bin ich? Hier. Hier würden die aber so, glaube ich, in die Länge passen. Weil das passt ja auch in die Länge. Obwohl hier sowieso. Ich probiere das mal aus. So, dann stelle ich das erstmal zur Seite hier. Dann habe ich hier habe ich Platz. Stelle ich den Ocelot das mal hier hin. Aber ich glaube mit den Schauen. Jo, passt. Passt perfekt rein. So, jetzt kommt der Ocelot nochmal zurück. Absolut kommt hier noch rein. So, dann kann ich den noch drehen. So. Kann ich die noch ein bisschen zurück machen. Hier, so. Ich kann den noch einmal zurück machen. Aber dann haben die keine Verbindung. Die zwei Sachen hier. Warum das hier? Ich probiere das mal gleich aus. Dann. So, der Rino kommt hier auch noch mit rein. Zack. Okay. Dann passen die hier überhaupt nicht mehr hin. Die zwei Sachen. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Dann stellen wir die erstmal hier hin. Einer hier hin. Und der andere kommt doch hier weg. Und kommt hier auch nochmal hin. Lucy. Genau. Passt die dann? Ah, genau.
hin und jetzt kommt der Rhino hier noch rein. Das muss ja passen. Weit geht's da noch? Okay, ein Weg passt da noch. Also müssen die Teile eigentlich. Ich glaube nicht, dass sie da noch reinpassen, aber wir lassen es erstmal so, wie es ist. So, hier ist alles full. Jetzt haben wir sozusagen nur noch das kleine Feld hier noch. Vielleicht eins, zwei Gehege hier noch rein. Drei Gehege. Und hier noch ein viertes Gehege. Dann ist bei mir Schicht im Schacht. Da muss ich dann wahrscheinlich das hier kaufen. Für 80 Diamanten. Und dann geht es auch weiter. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, denke ich. Und bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Tschüss.